Von Buchberg am Schneeberg mit dem Salamander auf den Schneeberg. Kurzer Aufenthalt bei der Haltestelle Baumgartner und weiter auf die Bergstation. Von hier Kletterei vom Hermineinsteig über den Schneidergraben zum Novembergrat und auf dem Navalweg zur Fischerhütte. Dann zum Klosterwappen und Abstieg zum Dammböckhaus und wieder zur Bergstation und Rückfahrt mit der Zahnradbahn nach Buchberg. Schöne Aussicht hinunter nach Buchberg nach 55 Minuten Fahrt. Um dem Trubel zu entgehen, gehe ich schnell Richtung Hermineinsteig weiter. Das Berghaus Hochschneeberg und der Blick hinunter zum Schneebergdörfel und Buchberg. Das ganze Alpenvorland Richtung Norden. Und nach Westen zum Hochschneeberg. Dann klettere ich wild ohne Steig über die Felsausläufer des Schneidergrabens. Hier bin ich gerade heruntergekommen mit dem Blick ins Tal. Der weitere Felsweg und der Hochschneeberg. Und diese Wand war die letzte Herausforderung auf meinem Weg. Blick nach Buchberg. Und das ist schon der Novembergrat. Hier wird es schon windig. Blick vom Endpunkt des Novembergrates auf die Krumme Ries und zum Gipfel des Schneeberges. Zunächst gehe ich über die Hochalmen, dann auf den Normalweg zur Fischerhütte auf 2061 Meter. In der jetzt neu renovierten Hütte esse ich eine sehr gute Kasnockelsuppe. Nach einer halben Stunde geht es weiter zum Klosterwappen und Gipfelkreuz. Hier weht jetzt schon ein sehr kalter, kräftiger Wind. Rückblick zur Fischerhütte und der steile Abstiegsteig hinunter zum Dammböckhaus. Die Sendeanlage des Bundesheeres. Rückblick zur Fischerhütte und Klosterwappen.
Das Dambeck-Haus und der Weg zur Fischerhütte und Klosterwappen. Schöner Blick hinüber zur Rax und Otto-Haus. Und die Heukuppe, die höchste Erhebung der Rax. Wieder bei der Bergstation der Zahnradbahn. Hier besuche ich die Elisabethkapelle. Blick von hier auf Buchberg, dahinter die hohe Wand und auf die Zahnradbahnstation Baumgartner. Dann besuche ich noch das neue Museum und die Galerie Wocker. Die Töne kommen künstlich von Lautsprechern in diesen Schautunnel. Die Haltestelle Baumgarten. Hier bekommt man wirklich die besten Riesenkrapfen. Empfehlenswert. Nach insgesamt 5 Stunden wieder in Buchberg.